Mein Name ist Marcel Hinger, bin seit 9 Jahren für die Firma Liegmund Consulting tätig, durfte hier schon meine Abschlussarbeit schreiben. Das heißt, ich bin ein reines Eingewächs. Dieter Retzbach hat vorausschauend geplant und deshalb den Generationswechsel eingeleitet. Aus dem Grund darf ich ab dem 01.01.2024 die Geschäftsführung am Standort Deutschland übernehmen. Es ist nicht nur ein Geschäftsführeraustausch, sondern auch ein richtiger Generationswechsel. Das heißt, das gesamte Team der Firma Liegmund Consulting steht auch weiterhin neutral und unabhängig der Holz- und Möbelbranche zur Verfügung. Ich finde es schön an unserem Beruf, ja, es ist eher eine Berufung als ein Job, das Thema Beratung und Engineering. Das heißt, was gilt es als allererstes zu tun und was sind dann die richtigen Dinge zu tun? Und mir macht vor allem Spaß die verschiedenen Projekttätigkeiten. Ja, wir haben Anforderungen der Generation Z bis zu den Babyboomern. Das sind auch die Anforderungen der Branche. Und da macht es Spaß, die Aufgabenstellungen anzugehen. Ja. Ob das digitale Themen sind, die vielleicht auch die Jüngeren betreffen, oder ob das Themen sind, wo es auch heute noch mehr um Prozesse geht, als eben nur um eine Software oder nur um Digitales. Ich bin sehr froh, dass die Firma Liegmund Consulting nun 20 Jahre alt ist und wir genau an dem Punkt stehen, wenn man das so möchte, dass wir volljährig sind. Das heißt, wir werden nicht alles anders machen, wir werden aber mit Sicherheit in der eigenen Führung mit auch neuen Teams uns zukunftsfähig aufstellen. Und das ist mir ganz arg wichtig. Ja, und vor allem aber auch wichtig, immer noch praxisnah. Bei uns steht in jeder Beratung und in jedem Engineering auch Herzblut dahinter. Und das ist genau das, was wir weiter forcieren wollen. Wir wollen uns aber auch weiter fokussieren in den Themen. Im Endeffekt finde ich es ganz arg wichtig, aktuell in der Diskussion zu bleiben. Das heißt, sich allen Themen anzunehmen und auch wieder zu lernen, über alles diskutieren zu wollen. Ob das 4-Tage-Wochen sind, die auf die Unternehmen zukommen, oder kleiner werdende Projektzyklen, ja, dass man einfach sagt, ich bin in weniger Tagen, aber mit mehreren Dingen beschäftigt. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist die Diskussion zu sagen zwischen jungen, dynamischen, ja, und erfahrenen, älteren Personen. Da braucht man eine Schnittmenge. Wir müssen zusammen an den Lösungen arbeiten und nicht jeder für sich auf die andere Generation schimpfen oder auch jammern. Ich habe wie eigentlich alle von uns eine Tischlerlehre gemacht und finde den Werkstoff Holz eine wärmende und eine tolle Sache. Ja. Ich finde es auch für die Holz- und Möbelbranche gibt es mit Sicherheit immer mehr in der Materialtechnik, in der Produktionstechnik. Aber am Tagesende ist einfach der Werkstoff jetzt schon einer, den man als nachhaltig, den man auch ökologisch, ne, so wahrscheinlich in seiner Rohgestalt nicht wiederfindet. Und da macht Spaß, immer noch zu sehen, wie damals im Schreiner, wie kommen wir mit unseren Projekten am Ende auch zu einem Art Gesellenstück. Ja. Die Firma Liegmund Consulting hat nicht nur Fabrikplanung, Standardkonzeption, Prozessanalysen. Wir führen ja auch sehr gerne, wie gesagt, praxisnah und unten am Shopfloor auch das Thema 5S-Arbeitsplatzmethode oder Lean Production mit ein. Wir sind aber genauso auch Sparringspartner im einfachen Gespräch. Ja, das heißt, wenn ein technischer Leiter oder jemand einfach, vielleicht auch weil er zu viel Tagesgeschäft hat oder zu sehr darin gefangen ist, uns nutzt, sich auszutauschen, über die Branche sich aber auszutauschen, über gesellschaftliche Dinge, die er wiederum in seinen Tagesablauf integrieren möchte. Und was wir auch sehr gerne machen, obwohl wir vielleicht keine Mediatoren oder Philosophen sind, wir treten gerne als Coaches auf. Wir nehmen die Leute mit, wir nehmen sie mit an die Hand. Wir haben, wie gesagt, das Engagement und auch das Herzblut, jeder von uns zum einen zu wissen, wie es sich anfühlt als Geselle, ja, unten an der Maschine, zum anderen aber auch ihn mitzunehmen auf den Weg in eine Verbesserung, in eine Produktivitätssteigerung, ja, einfach zu einer Veränderung. Die meisten von uns haben ja in Rosenheim studiert. Ja, wir sind aber an allen Fachhochschulen tätig, ob das in der Schweiz ist, in Österreich oder in mehreren in Deutschland. Für uns ist die Nachwuchsförderung ganz arg wichtig. Dafür gibt es auch zukünftig über der Dieter Retzbach verschiedene Programme. Für uns aber auch ganz wichtig ist, offen zu sein. Ja, als Arbeitgeber, nicht nur für Abschlussarbeit, sondern auch zukünftig danach und auch da wiederum in der Diskussion zu bleiben. Das heißt, die Anforderungen der neuen Generationen mitzunehmen,
aber auch den Kundenanforderungen gegenüberzustellen. Und eine Mitarbeiterzufriedenheit ist für mich genauso wichtig wie eine Kundenzufriedenheit. Die Firma Legno Consulting hat in 20 Jahren über 80 Studenten in Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, Diplomarbeiten betreut. Ich war ja selbst einer davon. Und deshalb ist es uns ganz wichtig, das weiter zu fördern. Ja, uns ist es wichtig, am Punkt der Zeit zu bleiben. Für uns ist es wichtig, auch mit den Jungen zu diskutieren, weil nur so kommen wir auch an die Themen ran, die die zukünftigen Geschäftsführer, Projektleiter, wie auch immer, beschäftigen. Und deshalb wollen wir das auch weiter voranführen und werden das auch immer fordern. Dieter Retzbach und ich haben eigentlich immer ein schönes Bild, was wir zusammen erzählen. Und zwar war klar, dass sich der Dieter Retzbach nicht auf den Beifahrersitz setzen kann, sondern er muss sich eigentlich auf den Rücksitz setzen. Und dafür bin ich ganz froh, denn so kann ich immer mal wieder in den Rückspiegel schauen, kann auch mal was nachfragen, aber es greift keiner ins Lenkrad oder in die Pedale. Ich bin aber froh, dass er noch im Auto sitzt. Und er wird uns die nächsten Jahre international weiter begleiten und auch weiter mit ausbauen. Und er wird auch vor allem für mich ein Sparringspartner sein, damit wir im Team zusammen nach vorne gehen können.